Die Faktenflut zu YouTube. Wir verdanken YouTube eigentlich PayPal, denn dort arbeiten die späteren Gründer Chad Hurley, Steven Chan und Javed Karim zusammen und lernten sich kennen. Chad Hurley hat sogar das PayPal-Logo entworfen und wurde deswegen eingestellt. Das allererste YouTube-Video war nicht das hier und auch nicht das hier, sondern ein unglaublich spannendes Video, in dem YouTube-Mitbegründer Javed Karim über Elefantenrüssel redet. Alright, so here we are, one of the elephants. YouTube hat die Seite der Firma Universal Tube and Rollform Equipment zum Crashen gebracht. Die heißt nämlich so, YouTube. Und Millionen von YouTube-Usern haben sich vertippt und kamen so versehentlich auf diese Seite, die prompt in die Knie ging. Die Firma versuchte deswegen sogar YouTube zu verklagen, aber ohne Erfolg. Erinnert sich jemand noch an Wikrolling? Man nimmt einen interessanten Link und schickt damit jemanden aber auf das Video von Wick Astley und das Lied Never Gonna Give You Up. Das passierte zum ersten Mal im Jahr 2007 und danach wieder und wieder und wieder und dann kam ich, weil ich heiße eh nicht, ich bin Rick, ciao. Never gonna give you up, never gonna let you down. Sogar YouTube selbst machte einen April-Scherz daraus, indem sie 2008 alle Videos auf der Startseite in Never Gonna Give You Up geändert haben. Rickrolling ist eigentlich eine Weiterentwicklung einer Fortune-Meme, die Duckrolling genannt wird. Das heißt, die Leute, die einen Link angeklickt haben, wurden dann auf eine Spielzeugente auf Rollen weitergeleitet. Und wenn wir gerade bei Memes sind, Gangnam Style wurde nicht nur tausendfach nachgedreht und parodiert, es war auch das erste Video, das 1 Milliarde Views erreichte. Ja, hier ist ein Fakt zu Halt dein Maul, und zwar hatten wir nach einem Tag 500.000 Klicks, so viel hatte kein Video von uns nach einem Tag, und mit Halt dein Maul sind wir auch auf Platz 5 in die deutschen Charts eingestiegen, also ja, Fakten hier, Fakten, Fakten, Fakten. ApeCrimes beste YouTube-Freunde sind iBlali und YTeddy. YTeddy hat über 2 Millionen Abonnenten, keine Ahnung, 500.000 Klicks haben wir, glaube ich, mit allen Kanälen zusammen, und wir sind der größte deutsche Kanal auf YouTube in Deutschland. 100 Stunden Video werden auf YouTube jede Minute hochgeladen und über 6 Milliarden Stunden werden jeden Monat weltweit geschaut. Google kaufte YouTube im Jahr 2006 für 1,65 Milliarden Dollar. YouTube kann nicht jeder sehen. In Deutschland sind immer wieder viele Musikvideos nicht sichtbar, was zu Ärger und Frustration führt. Was aber nichts ist gegen China, denn dort ist YouTube seit Oktober 2007 ganz gesperrt. Viele andere Länder hatten die Seite ebenfalls zeitweise ganz sperren lassen für ihre User. Marokko, Thailand, die Türkei, Libyen, Russland, Pakistan. Grund waren oftmals religiöse Befindlichkeiten und die Angst vor politisch ungewollten Videos. YouTube selbst zensiert aber auch. Während Gewaltdarstellungen oftmals okay sind, gelten für Sex und Erotik die eher prüden amerikanischen Maßstäbe. Die sagen, dass blanke Brüste schlimmer sind als blutige Gewalt. 70% der YouTube-Zuschauer kommen übrigens von außerhalb der USA. Die Community-Richtlinien verbieten seit 2010 auch das Anstiften zum Terrorismus. Lange Zeit war das Baby-Video Charlie Bit My Finger die absolute Nummer 1. Doch das ändert sich ständig. Im September 2013 sah die Seite so aus. Party-Shiker und irgendwas mit Möpsen und Chipmunks. Yay. Okay Leute, folgendes. Auf YouTube gibt's die Funktion Disco. Wenn ihr dort euren Lieblingskünstler eintippt, könnt ihr haufenweise Songs von ihm hören. Ja, zumindest in der Theorie. Denn in Deutschland sind die meisten Songs geblockt. Lukas Cruikshank ist einer der YouTuber, die ihre Hauptkarriere im Fernsehen weitergeführt haben. Seine nervige Kunstfigur Fred, der hyperaktive 6-Jährige, ist nicht nur der Star von 3 Filmen, sondern auch einer TV-Show. Außerdem spielt Lukas für Nickelodeon den außerirdischen Nervbolzen Marvin in der gleichnamigen Serie. Im August 2013 outete sich Lukas übrigens als schwul, was wohl niemand wirklich überrascht hat, der je eines seiner Videos gesehen hat. Damit befindet er sich aber in guter Gesellschaft, denn viele erfolgreiche internationale YouTuber sind queer. Michael Buckley, Tyler Oakley, Troye Sivan, Chris Crocker, Paris Hilton, Hannah Hart, Tom Wilson und viele, viele andere. YouTube selbst unterstützt den Kampf gegen Homophobie und hat unter anderem, als die Homo-Ehe in den USA erlaubt wurde, ein Queer-Musikvideo mit dem Song Same Love auf die Startseite gestellt. In Deutschland sieht es da leider noch etwas anders aus. Erfolgreiche schwule oder lesbische YouTuber sind hier noch eher die Ausnahme. Seriously? Naja, okay. Ein paar. YouTube wäre fast eine Video-Dating-Seite geworden. Ursprünglich überlegten sich die Macher nämlich eine Videobewertungsseite im Stile von Hot or Not. Zum Glück haben die sich dann doch umentschieden. Die Videodays mit zuletzt 10.000 Besuchern in Köln kennt ihr bereits, und die VidCon ist das amerikanische Gegenstück, das einmal im Jahr im kalifornischen Anaheim stattfindet und die weltweit größte Zusammenkunft von Videoproduzenten, Zuschauern und Mediaprofis ist. Sie fand zuerst im Juli 2010 statt. Damals nahmen 1.400 Menschen teil, 2013 waren es bereits über 12.000, die gemeinsam ins Gespräch kamen, Workshops veranstalteten und
feierten. Veranstaltet wird die VidCon von den Vlogbrothers Hank und John Green, natürlich YouTuber, die selbst eine große Fangemeinde haben. John Green ist obendrein einer der meistverkauften US-Jugendbuchautoren, dessen Roman Das Schicksal ist ein mieser Verräter auch in Deutschland mittlerweile Kultstatus besitzt und derzeit verfilmt wird. 2013 schockierte YouTube seine User. Zusammen mit der Satire-Seite The Onion verkündete sie, YouTube wäre ja damals nur ein Videowettbewerb gewesen und als Videowettbewerbsseite gegründet worden und der Wettbewerb wäre jetzt vorbei. Die Seite ging offline und alle bis dahin eingereichten Videos würden angeschaut und beurteilt und 2023 würde der Gewinner bekannt gegeben, wenn YouTube wieder online ginge. Das war zum Glück nur ein gelungener April-Scherz.